Die Ultra Hand in Zelda Tears of the Kingdom ist eine der coolsten Mechaniken, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Man hat damit so viel Kreativität und kann so viele dumme und verrückte Dinge zusammenbauen, das ist echt unglaublich. Und ich werde euch heute drei Konstrukte zeigen, die ich selber zusammengebaut habe, die sehr, sehr mächtig oder auch lustig sind, die ihr gerne selber auch nachbauen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr schon mal diese Kanonen gesehen, mit denen man Gegner ziemlich effektiv in die Luft jagen kann. Man kann sich aber auch leicht selber in die Luft jagen. Doch warum sollte man sich mit einer Kanone zufrieden geben, wenn man doch auch vier auf einmal benutzen kann? Und ich glaube, vier Stück reichen mir auch noch nicht. Ich kopiere es noch ein paar Mal. Mehr Kanonen! Das gefällt mir doch schon viel besser. Und dann probieren wir unsere Konstruktion doch mal aus. So, meine lieben Gegner. Wie gefällt euch das? Rums! Jetzt kommen die ersten Mutigen raus. Zack! Oh, da bin ich selber in die Luft geflogen. Oh, jetzt explodiert alles. Oh, oh, oh. Die Platte ist bis da nach hinten geflogen. Okay, ich probiere es nochmal. Jetzt kämpfe ich hier draußen gegen sie. Und zack! Richtig schön weggebombt. So, Bockblin. Rums. Eine mega, mega coole Konstruktion. Sie verbraucht aber auch sehr viel Batterie. Man sollte also auf jeden Fall gucken, dass man genügend Aufladungen parat hat. Ich kann damit auch auf die Distanz angreifen und den Winkel beliebig wählen. Und so haben selbst Biberrocks keine Chance mehr gegen mich. Oh, habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Die Hälfte seiner Leben einfach weg. Es ist nicht so einfach zu treffen. Aber wenn man trifft, macht es übelsten Schaden. Alter. Aber jetzt ist die Batterie leer. So, Biberrock, komm schon. Ein Treffer noch, dann bist du tot. Zack! Eine sehr, sehr coole Konstruktion. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn man einen schwierigen Gegner besiegt hat, dann kann man direkt noch ein Feuerwerk machen. Ist es nicht wunderschön? Eine geniale Konstruktion, die ich finde. Als ich zum ersten Mal den Feuertempel gespielt habe, habe ich an dieser Stelle eine lange Brücke gebaut, um etwas abzukürzen. Und ich habe mich da gefragt, wie lang eigentlich ein Konstrukt maximal sein kann oder wie viele Elemente man maximal zusammenbauen kann. Und das will ich jetzt mal austesten. Ich bin hier am Eingang des Feuertempels, wo es einen unendlichen Nachschub an diesen Steinplatten gibt. Und mit denen werden wir jetzt mal testen, wie lang man eine Brücke maximal machen kann. Und das hier ist nun schon das 10. Stück insgesamt. Schon eine sehr, sehr lange Brücke. Aber es scheint so, als würde es noch weitergehen. Und jetzt sind wir schon bei Teil Nummer 15 angekommen. Die Brücke geht schon bis da nach hinten. Und sie ist jetzt schon so lang, dass sie auch schon richtig bouncy ist, wenn ich sie hier ablege. Guck mal. Jetzt haben wir schon insgesamt 20 Teile zusammengeklebt. Die Brücke ist schon unfassbar lang, man kann das Ende fast gar nicht mehr erkennen. Da ist es. Aber es geht anscheinend immer noch weiter. Ah, und jetzt ist aber Schluss. Jetzt kann ich nicht noch weitere Teile verbinden. Das waren jetzt 21 Stück insgesamt. Ich vermute, dass man 20 Mal den Kleber anbringen kann und deswegen eben 21 Stücke miteinander verbinden kann. Ziemlich heftig. Und das Coolste ist, dass ich die Brücke mit der Bautomatik speichern und jederzeit wieder herholen kann. Egal wo ich also bin, ich kann mir jederzeit diese Brücke erschaffen und wenn mal irgendwann eine zu lange Schlucht vor mir ist, dann erschaffe ich sie einfach und kann dann gleich rüberlaufen. Boing. Absolut genial. Der Kreativität sind in dem Spiel keine Grenzen gesetzt. Und zum Schluss bauen wir uns noch ein Feuerrad. Man benötigt dazu ein Rad, vier Flammenwerfer, können auch mehr oder weniger sein, aber vier klappt am besten, und ein Stehaufmännchen. Wir befestigen zuerst das Stehaufmännchen am Rad, danach können wir die Flammenwerfer leichter anbringen. Dort nehmen wir den ersten, kippen ihn zur Seite und bringen ihn am Rand des Rads an. Das machen wir auch mit den anderen drei Flammenwerfern, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Gegen große Gegner eignet sich das Feuerrad am besten, denn Link ist darunter geschützt, aber zum Beispiel ein Moblin nicht. Und so verbrennt er elendig. Mhm, ziemlich cool. Alternativ kann man das Feuerrad auch mit weiteren Flammenwerfern ausstatten, damit es auch gegen Boblins funktioniert. Aber dann muss ich Link ducken, um sicher zu sein. Und es brennt trotzdem alles. Das ist also eher risikohaft. Aber es funktioniert. Habt ihr je etwas Schöneres gesehen? Also ich nicht. Und was würde eigentlich passieren, wenn man zwei Feuerräder zusammenklebt? Ich weiß es selber nicht genau, aber wir testen es mal. Oh Gott, sie teilen sich!
Ach man. Ich werde noch weitere Videos machen, wo ich verrückte Dinge baue, also schreibt mir gerne eure Ideen in die Kommentare, egal wie abstrus sie auch sein mögen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da für weitere Tears of the Kingdom Videos. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.